Jawohl, Lisa! Klasse, Lisa! Prima! Schön locker bleiben! Locker bleiben! Super! Ja, top. Super geklappt. Ey, stark. Ganz stark. Zufrieden mit der Zeit? Ja, Bestzeit. Bestzeit. Gesteigert. Ey, unglaublich. Ihr läuft alle nur auf PB. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ne? Oder? Corona seit Jahren. Unglaublich. Gratuliere. Top. Ich bin total begeistert, dieser Kampfgeist heute. Wir haben jetzt wieder serienweise Bestleistungen erzielt. Und ich bin ganz stolz, in diesem Verein zu sein und zu sehen, wie drei Schülerinnen eben fantastisch geworden haben. Wenn du jetzt die 500 Meter eben gesehen hast, dann läuft vorne der Junge Bestzeit mit 407, dahinter, kurz dahinter, ja, unser Moritz. Er füllt jetzt die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften. Er läuft immer 4:10. Das ist ein Hammer. Und jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt über 10.000 Meter abgeht. 25 Runden, 27 Athleten am Start. Und Stop.
Hey, super. Cool. Astral hier. Burschen, klasse. Und der Winner ist? Hey, perfekt. Stark. Cooles Match. Klasse. Sauber. Leonardo, cool. Mann, gefeite hier, super. Astral. Ja, ich denke mal, Jens, das war eine tolle Veranstaltung heute. Es hat mir gezeigt, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Ich glaube, was aus deiner Sicht, was war die größte Überraschung heute? Ja, dass Marius endlich mal unter 4:10 gelaufen ist, über 1500 und die kämpferische Leistung über 10.000 Meter von allen. Und auch Moritz Klesig, der wieder die Bestzeit gelaufen ist und sehr, sehr schnell unterwegs ist. Also es gab nur Highlights heute. Ja, nur Highlights und ich sage mal, ein Highlight sollte man auch nicht vergessen. Es war eigentlich unsere dreimal 800-Meter-Mannschaft. Das auch, ja. Das ist ja, glaube ich, unser Thema. Ja, wir müssen die Jugend noch stärker fördern. Wir alten Böcke, ja. Ich sag, jetzt läuft der Film. Yes!